Im Sommer 2011 kommen immer mehr minderjährige Flüchtlinge nach Rosenheim. Der Leiter des Jugendamtes, Johannes Fischer, weiß nicht mehr weiter und bittet den Leiter des Irschenberger Kinderdorfes um Hilfe. Nach einigem Hin und Her willigt der schließlich ein, nimmt 4 Jugendliche aus Afghanistan auf. Die nötige Betriebserlaubnis hat er nicht. Trotzdem will er schnell helfen. Sie waren oft 2 Jahre auf der Flucht von Afghanistan bis nach Deutschland, waren mit Schlepperbanden unterwegs, haben zum Teil auf der Straße in Athen bettelnd leben müssen und sind dann über Italien zu uns gekommen. Und die waren sehr froh, erst einmal hier zur Ruhe zu kommen, ein Dach über dem Kopf zu haben, zu wissen, wo ich abends schlafen kann, zu wissen, dass ich auch was zu essen bekomme und auch zu wissen, da gibt es Erwachsene, die ein Ohr für mich haben und sich kümmern. Das Kinderdorf erstellte zusammen mit dem Jugendamt ein passendes Konzept. Die 4 Jugendlichen wurden dann in diesem Anbau untergebracht. Hier lebten sie von Mai bis September 2011. Dann untersagte die Regierung von Oberbayern die Betreuung der 4 Flüchtlinge im Kinderdorf. Wolfgang Hotboot stimmte zu und dachte, das Thema hätte sich damit erledigt. Hat es nicht. Die Regierung von Oberbayern nimmt dazu schriftlich Stellung. Dem Leiter des Kinderdorfes war nach Kontakt mit der Regierung von Oberbayern bewusst, dass er die Jugendlichen nicht in seinem Heim unterbringen darf. Er hätte insoweit auch nicht dem Drängen des für Unterbringung von Jugendlichen zuständigen Landkreises nachgeben dürfen. 10 Tage vor der Verjährungsfrist flattert dem Kinderdorfleiter ein Bußgeldbescheid ins Haus. Am Anfang bei meinem ersten Gespräch waren 5.000 bis 7.000 Euro im Raum gestanden, wo ich erst mal dann schon erschrocken bin, wie hoch der Strafrahmen denn sei. Und man hat mir gesagt, da kann ich noch froh sein, ich wäre ja kein Wiederholungstäter. Von daher könnte bis 15.000 Euro gehen. Und tatsächlich dann wurde ein Bußgeldbescheid von 1.500 Euro erlassen. Wolfgang Hotboot würde heute anders handeln. Er würde die Medien früher einschalten, um Druck aufzubauen, um die Regierung von Oberbayern, die Heimaufsicht, noch mehr in die Verantwortung zu nehmen. Es ist eine unglaubliche Geschichte, die sich hier im Kinderdorf am Irschenberg abgespielt hat. In dieser Woche ist nun das Urteil vor dem Amtsgericht in Miesbach gefallen. Das Verfahren wurde eingestellt. Der Leiter muss diese 1.500 Euro nicht bezahlen. In erster Linie sei es um das Wohl der Kinder gegangen. Und denen scheint es hier am Irschenberg gut gegangen zu sein. Mittlerweile sind die 4 minderjährigen Flüchtlinge in Wohngruppen und Jugendheimen untergebracht. Wolfgang Hotboot hat sie in guter Erinnerung. Er beschreibt sie als höflich, leistungsorientiert, als positive Beispiele für alle anderen.